Fragt nur, was immer ihr wünscht. Und soweit ich weiß, gab es da noch einen anderen Weg. Ich weiß nur nicht, ob ich das schon verkackt habe. Hört meinen Willen, ihr seid zurückgekehrt. Lasst mich eure Gedanken sehen. Lasst mich sehen, was ihr erreicht habt. Sie lebt noch immer. Ihr habt nichts erreicht. Macht euch daran, eure Aufgabe zu erfüllen oder eure Identität wird einen enthüllt werden. Sprecht zu irgendjemand davon und eure Identität wird enthüllt werden. Ja. Ich kann es also nicht mehr abbrechen. Ja, das hier haben wir gemacht. Haben dafür 4000 Goldmünzen rausgehauen. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ja, ja, das kommt alles noch. Wenn wir uns hier fertig umgesehen haben. Hier geht's nach oben, das heißt nach hier oben. Dem Bereich. Gucken wir erstmal die Gesellschaft weiblicher Kriegerin rein. Ich könnte auch Mr. Fischtank einfach ignorieren. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde. Ist übrigens lustig, dass hier niemand der ist. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, ja, zerschundene Körper. Euer Wunsch ist mein Begehr. Trennt sich der eigene Weg vom Pfad der Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Ja, es scheint nicht mehr so viel Wachen zu geben wie früher. Ich habe gehört, dass die Matronen planen, gegen die Sauger Krieg zu führen. Mhm. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet... Wird's uns gleich anpissen, oder... Ah. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige... Hoffentlich war da ein Autosave vorher. Ja. Ich würde sagen, wir lassen die da einfach mal in Ruhe. Keine große Herausforderung. Ich habe nämlich eigentlich keinen Drang, die da zu töten. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Hm. Ach, jetzt bin ich hier oben. Hi, Spinne. Bewegt euch, Idioten. Hm? Wohin? Sie sagt hier lang, ihr dort lang. Die ist nicht sehr nett. Sind alles an Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Und
Wow, Zaubersegler. Okay, wo kann der uns hinbringen? Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Grüßt euch, Weibchen. Gefährt euch der Anblick meines Schiffes? Ein schönes Astralschiff. Habe die Ströme befahren, seit ich es vor 20 Jahren in Krün gekapert habe. Bin gerade zurück von meinem Überfall auf eine Gnomenschaluppe. Bin ich. Prima Beute, obwohl das Schiff mehr Schaden bekommen hat als erwartet. Ach, mit ein paar Reparaturen kriegen wir es wieder hin. Ihr seid doch auch Abenteuerweibchen. Wenn ihr ein Monat oder so noch immer in Usnatter seid, möchtet ihr vielleicht mit dabei sein? Wegen dieser grässlichen Gnome könnte ich eine starke Mannschaft gebrauchen. Denkt mal drüber nach. Die nächste Reise geht nach Kolja und ich kann sie und kann sich sehen lassen. Mhm. Ja, das heißt, hier oben ist das Astralschiff und sonst ist hier nichts. Das heißt, wir haben noch diese Gebiete hier zu erkunden. Ein Gnollsklave. Grr, arbeite härter, nicht verletzen, Grr. Mhm. Jetzt muss ich nur noch den Weg nach unten wiederfinden, der war hier. Jetzt erstmal hier hin, dann hier unten. Ja, eigentlich theoretisch. Ich bin langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Theoretisch, wenn Lolf wollte, könnte sie uns wahrscheinlich jederzeit auffliegen lassen. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Eine Rast ein. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ja, die Spinnen hier sind sehr freundlich. Und ich weiß, dass er da rumjammern sind. Der Untereingang geht in die männliche Kämpfergilde. Ich warte, was immer ihr wünscht. Hier wird aber wahrscheinlich auch keine Sau sein. Ach, eine Identifizierungsrolle, die ist immer praktisch. Das nervt mich immer noch. Und ich vergesse immer danach zu gucken, wie ich das ausstellen kann. Ja, Torpunkanisch plus 5. Der geht mal wieder zu Keldorn. Wenn wir uns trägt das Zeug, was wir wieder ausrüsten wollen. So wie bei du. Und Keldorn trägt ja auch Zeug, was wir wieder ausrüsten wollen eigentlich. Stabstreitkolben. Achso, weil ich hier den Dwarkrummsäbel gegeben habe. Ja, wenn ihr es wollt. Gut, hier ist nichts. Nein. Diese Tür ist durch starke Magie geschützt. Wenn ihr einfach so hindurchtretet, bedeutet das auch einen sicheren Tod. Ihr werdet einen Schutzstein finden müssen. Handschuhe. Ja, okay. Einen Schutzstein finden, um da durchzukommen. So, da waren Spinnengruben. Da wollen wir also nicht mehr weiterhin. Wir können uns noch die Plattform ansehen. Die ist allerdings fast leer. Bürgerlicher und ein
Wildhund. Er hat nichts zu sagen, was klar ist. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Dwarf Krieger, Dwarf Magier, hier ist... Wir müssen bald ruhen. Wo ist schon Hamster müde? Kleriksturm. Der Geist ist willig, mein Der weitere Freund. Weg ist durch Aber mächtige... Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Der weitere Weg ist durch mächtige und durch völlig unvertraute Schutzzeichen blockiert. Ihr werdet einen Weg finden müssen, sie zu deaktivieren, wenn ihr weiterkommen wollt. Ach, hört alle auf rumzujammern. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ich bin Absolvent der Sorcerer und mit so etwas wie euch habe ich nichts zu schaffen, Weibchen. Erlernt die Künste, wie ich es tat, und vielleicht gibt es da etwas, über das wir uns unterhalten können. Ja, mal kurz zur Aufklärung. Bei den Drow läuft das so ab. Weibchen werden entweder... Also, Weibchen, jetzt fange ich auch schon so an. Frauen werden entweder zu Kriegerinnen. Also entweder zu... Ja, entweder werden sie zu Matronen. Oder Matriarchinnen, oder wie man es nennen möchte. Also Mutteroberinnen. Oder sie werden zu Kriegerinnen oder hauptsächlich zu Lolfpriesterinnen. Gerade die Frauen der hohen Häuser werden hauptsächlich Lolfpriesterinnen. Bei Männern ist das so, entweder sie werden Kriegerkanonenfutter oder sie werden Magier. Oder im schlimmsten Fall, sie werden drinnen. Ei, Ritualwächter. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Wir beschützen die Mutter Oberin. Wenn nötig, setzen wir dafür unser Leben aufs Spiel. Verärgert die Oberin oder die Spinnenkönigin nicht, dann habt ihr vor uns nichts zu befürchten. Ich war nun gut. Ja. Lolt sei gepriesen. Wenn die Mutter Oberin Adelands wünscht, dass sie unbekleidet bleibt und nicht in die Sklaverei verkauft werdet, ist das ihr Geschäft. Für euch ist jedoch hier kein Platz im Tempel, also geht. Jo. Wächter der Mutter Oberin. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Ja, da wird es wahrscheinlich zu den Gemächern der Mutter Oberin wir gehen. Wir müssen bald ruhen. Wo ist schon Hamster müde? Oder der hier. Der Geist ist willig, mein Freund. Ja. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ach, hört auf rumzuheulen. Ihr müsst... Wir gehen ja jetzt rasten. Und danach sollen wir sie am Eingang der Stadt treffen. Okay. Erzählt mir mehr davon. Das heißt Taverne. Rasten. Identifizieren. Nicht hängen bleiben. Gut, dann werden wir einmal das Geld bezahlen für die Rast. Ist ja nicht so, als ob wir es uns überhaupt nicht leisten können, aber die Drow sind ziemliche Halsabschneider. Ihr müsst eure Gruppe erst... Was das Geld angeht. Keine große Herausforderung. Okay, die beiden sind schon mal weg, das ist gut. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Jo, einmal königlich schlafen. Ja, immer mit dem Dwarf-Elfenkettenhemd, mit dem sie immer noch zaubern kann. Dadurch hat sie ja auch die Rüstungskasse von minus 3. Ihr müsst eure Gruppe. Nun gut.
Oh, ja, Sachen identifizieren. Armreifen des Fesselns. EDW plus 5, Schaden minus 5. Das sind also verfluchte Teile. Die können wir eigentlich auch gerade verkaufen. Dwarf-Kettenhemd, Dwarf-Langschwert. Können wir auch beides verkaufen. Das können wir noch nicht identifizieren. Okay. Wir werden oft genug noch rasten, um den Rest zu identifizieren. Fragt nur.